Na hallihallo und willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jake Glockson und das ist Crypto for Necrodancer Amplified. Wir fangen mit dem Alle-Zonen-Modus bei meinen Aufnahmen heute an. Daily kommt natürlich trotzdem eher raus. Und erstens ist es ein erneuter Mikrotest mit dem neuen Stadtmikrofon, Samson, Meteor und so weiter. Und zweitens, wenn ich ein bisschen angekratzt klinge, dann lag das an meiner wochenendlichen Aktivität für unseren Sportverein. Aber das nur nebenher. Ich merke es halt selber, dass es mehr in der Kehle kratzt als sonst. Und irgendwelches Stimmgebreche oder sowas, das möchte ich mir in dem Moment hier verziehen sehen. Danke, der eine musste ja sein. Ja, wie gesagt, das neue Mikrofon, ich habe es jetzt auf einem Shockmount. Und zwar, es gibt für das Samson Meteor keinen eigenen Shockmount, das finde ich ein bisschen komisch. Aber das für das Blue Yeti geht, muss noch nicht mal das Originale sein, sondern einfach, ich weiß gar nicht, wie die Firma jetzt heißt, aber auf jeden Fall habe ich das aus einem anderen YouTube-Video, dass das soweit passt. Und ja, jetzt steht das Ganze hier ein bisschen höher. Ich muss gerader sitzen als sonst. Das kann man jetzt positiv und oder auch negativ sehen. Also wenn ich was sehen will auf dem Bildschirm, muss ich gerader sitzen, weil das Mikrofon so weit oben ist. Und auch, es war auch ein leichtes Hin- und Hergeschirr, sodass auch noch die Webcam alles vom Gesicht mitbekommt. Sodass auch mein Avatar hier vernünftig funktioniert. Ja, das heißt, ich sitze jetzt hier hinter einem Bunch of Technik. Es ist total interessant. Aber es läuft. Und ja, die ersten Mikrofontests, also die Tischvibration ist jetzt völlig raus. Dafür möchte ich mich das vorletzte Wochenende nochmal entschuldigen. Aber ja, ich wollte den Vergleich halt auch mal drauf haben. Gold, ja, na klar, warum nicht? Ein bisschen noch auf dem Lauf hier konzentrieren, nur ein kleines bisschen, solange ich noch ein bisschen über das Mikrofon erzähle. Ein bisschen, meine Fresse. Jetzt habe ich auch direkt wieder den Faden verloren. Eine leere Kammer hier. Ja, Shockmount, keine Tischvibration. Ich habe den Gain, also die Sensibilität des Mikrofons für Raum, Klänge und so weiter runtergedreht, weil es ist ein relativ großmembraniges Mikrofon. So dass sowohl mein Rechner als auch die Tastaturgeräusche weniger bis gar nicht mehr drauf sind, ohne dass ich eine Rauschunterdrückung drauf haben muss. Also gerade so die Rechnergeräusche, weil die Rauschunterdrückung, die nimmt ja nur nicht nur das Rauschen raus, sondern die kommt den kompletten Frequenzbereich in der Richtung. Jetzt kann ich mir das nicht leisten, ist ja doof. Und dementsprechend wird auch die eigene Stimme frequenzmäßig eingeschränkt. Und das will man ja nicht. Und das hat man gehört. Also die Mikrofonqualität war lustigerweise schlechter als bei dem Headset-Mikrofon. Weil beim Headset-Mikrofon musste ich weniger Rauschunterdrückung drin haben. Und dementsprechend gab es eine vollere Stimme. Und aber was jetzt so meine letzten Tests mit dem Tischmikrofon von Samson angeht, die Stimme hört sich besser an und ich muss nicht mal irgendwie groß mit einem Equalizer nacharbeiten. Das finde ich sehr interessant. Ich habe jetzt noch keinen Popfilter drauf, aber das sollte eigentlich nicht weiter schlimm sein, denn das Mikrofon hängt mir nicht genau vorm Gesicht, sondern wie gesagt durch die Webcam leicht seitlich. Und wenn ich nicht explizit in die Richtung atme, sollte es eigentlich so weit gehen. So, jetzt haben wir einen Speer gefunden, haben wir auch direkt eine Zweifelder-Angriffswaffe. Das ist super. Ja, und da bin ich so ziemlich eigentlich mit meinem heutigen Vlog durch. Mit meinem wöchentlichen Gedankenaustausch mit mir selbst hier vor laufender Kamera. Ja, das ist die letzte Woche passiert. Die letzten ein, zwei Wochen sogar mit dem Mikro, weil erstmal musste ich ja auf den Shockmount warten. Bis dahin hat das Mikrofon erstmal geruht. Und ich bin gespannt, wie die Aufnahme jetzt hier läuft. Ich hatte es schon mal kurz mit Necrodancer getestet, weil Tastendrücke sind ja doch extrem hier zu verzeichnen bei Necrodancer. Weil erstens
Erstens ist es dieses rhythmische Tastengehaue, was dann so im Hintergrund eventuell zu hören ist. Und zweitens bin ich da auch auf meinem Nummernblock mit den Fingern und nicht irgendwie auf WASD oder so. WASD sind bei mir gummiert und abgeflacht und leicht im Gegensatz zum Nummernblock. Also da wird es noch ein bisschen extremer. Sind wir hier fertig? Im Shop war ich auch. Dann gehen wir mal weiter. Deswegen also Necrodancer hier ein Extremfall. Ich höre einen Drachen. Ich bin jetzt ziemlich sicher, dass ich einen Drachen höre. Ja, bitte von beiden Seiten, danke. Ich wollte die Kollegen hier oben jetzt noch abfrühstücken, bevor hier der Drache durchkommt. Oh je. Ach Gott sei Dank noch geschafft. Ich wollte die Kollegen oben abfrühstücken, bevor der Drache reinkommt, weil das wäre dann zu viel mit Mob und so weiter gewesen. Oh, Kekse. Ausgezeichnet. Haben wir noch eine Bombe? Wir haben sogar 4 Bomben. Oh, sehr schön. Und oh, der ganze Laden voller guten Zeugs. Also Schadensfackel plus Sicht, Schadensboots plus Aua. Multiplikatorharfe, die klemmen wir uns. Aber an sich machen wir jetzt mindestens mal einen Schaden mehr, wenn nicht sogar 2, wenn die Boots in Aktion treten. Und das ist echt klasse. Für den ersten Abschnitt hier echt klasse. Ja, da waren die 2 Schaden. Was ist mit dir? Verliere Items, erhalte Gesundheit. Nö. Das muss jetzt nicht. Ich mach dich lieber kaputt und guck, was da rauskommt. Ein Herz plus 1 Herz, weniger Gegner. Gegen den Goldring definitiv. Also, ja, super. Das war jetzt quasi der Noob- und Anfängerring. Und wir kriegen jetzt schon Kisten kaputt. Und da ist mein... Oh Gott, da ist der nächste Ring. Warte mal, was war das? Das war nicht der Durchdringring. Richte Schaden an, während du angreifst. Ah, der Schmerzring. Oh. Was war das andere? Mehr Gesundheit, weniger... Das muss jetzt leider sein. Meine Güte, so viel Auswahl hier an Ringen heute. Jetzt hängt der Riesenwuchs hier im Weg rum. Na, ist egal. Was ist denn hier los? Eine ganze Bande. Kein Wunder, dass das restliche Level relativ leer ist. Und damit hätten wir auch die Bande hier. Unten links sind... warte mal, da können wir auch durch die Wand gehen. Hoffe ich, glaube ich, denke ich. Ohne hier einen großartigen Umweg zu machen. Oder machen zu müssen. Wir lassen die mal schön einer nach dem anderen. Ja, die Hälfte verschwindet im Loch. Sehr schön. Okay. Ich glaube, wir haben alles. Und mehr muss auch nicht sein. Dann gehen wir weiter und schaffen uns direkt mal den Weg zum ersten Zwischenboss. Die Blues hier. Mit einem wunderschön entspannten Beat geht's los. Das muss jetzt einfach mal sein. Weil es einfach nur lustig ist. Oh, man kriegt da jetzt auf die Fresse, der Sack. So. Da hätten wir den ersten Miniboss und bei Deep Blues fällt mir gerade ein. Ich bin ja auf Twitter. Und dadurch, dass ich Necrodancer relativ häufig spiele, über die letzte Zeit, Dankeschön, da bin ich tot. Das kam unerwartet. Das kam unerwartet, da war ich zu sehr im Thema. Wahnsinn. Was wollte ich sagen? Ich will das Thema natürlich trotzdem noch weiterführen hier. Das war ein wunderschöner Lauf bisher. Ich bin auf Twitter und folge auch den Entwicklern von Necrodancer, also Brace Yourself Games. Und die kriegen einen Haufen Fanart. Die kriegen einen Haufen Fanart aus aller Welt zu Necrodancer. Es ist einfach so geil anzusehen manchmal und das im Twitter-Feed im eigenen zu haben. Hier gibt's nichts für mich. Und bei Deep Blues, also Deep Blues war das letzte, was ich gesehen hatte, wunderschön handgezeichnetes Bild vom Deep Blues Boss. Einfach nur herrlich. Und so wünschte ich mir auch zeichnen zu können. Soweit ist es leider nicht. Kommt vielleicht noch. Gucken wir mal. Ja. Und so, dann kommen wir zum aktuelleren Thema.
meinem prasseligen Ableben im letzten Lauf. Ach man. Ja, es gibt's doch nicht. Manchmal, ja, zu wenig Leben. Zu wenig, wenig Leben gehabt und auch kein Stück Rüstung. Und dann kam der hässliche Magier. Ach man. Akzeptiere einfach manchmal zu sehr kleine, kleine Schnitzer. Also in dem Moment Lebensverlust. Und achte da nicht so sehr drauf. Keine Ahnung. Viele machen es besser. Einige machen es sogar noch schlechter. Habe ich festgestellt. Ich habe auf YouTube auch welche gesehen, die sind noch schlechter als ich. Ich weiß nicht, wie lange die schon aktiv sind. Die haben nicht gesagt, die haben jetzt nicht sowas gesagt wie, das ist jetzt meine erste Runde. Oder so. Das sah schon aus, als würden sie wissen, was sie tun, aber halt nicht schnell genug reagieren können. Und das ist doch genau mein Ding. Nicht schnell genug reagieren können. Und wenn, dann falsch. Aber wir kriegen Fortschritte rein. Ist so. Da ist er wieder. Und direkt mal damit die rote Fledermaus abgenascht. Fehlt noch was? Wir haben hier den Ausgang. Oh, da machen wir mal ganz schön. Ach, guck an. Kriege ich mit dem Riesenwuchs auch solche? Tatsache, ich krieg auch mit Riesenwuchs etwas härtere Wände kaputt. Das ist ja lustig. Multiplikatorpeitsche. Ja gut, wir haben noch nichts anderes. Dann nehmen wir die ruhig gerne mal mit. Und hätten wir jetzt den Multiplikator von 3, würden wir direkt das Fass kaputt hauen können. Im Shop gab es ja, glaube ich, jetzt nichts weiter. Na gut, dann warten wir mal aufs Ende des Liedes und verabschieden uns ins nächste Level. Und dann geht's da auch weiter. Mit dem Äffchen, was uns am Gesicht hängt. Darauf falle ich nicht rein. Das Gold auf der Falltür, das ist doch eine Falle. So, jetzt haben wir einen Dreier-Multiplikator und hauen den Fass auf die Fresse. Und da ist ein leeres Herz drin. Schön darauf warten, bis er da ist. Ja, manchmal sind die Multiplikatorwaffen auch gar nicht so schlecht. Gerade halt am Anfang, wenn man dann mit diesem plus 3 Schaden gut was reißen kann. Was natürlich eigentlich den kompletten Lauf über gilt. Mit plus 3 Schaden bist du gut bedient. Aber, ja nee, je mehr Schaden du halt machst, desto besser kommst du auch an gepanzerten Gegnern vorbei. Hatten wir auch schon das ein oder andere Mal gehabt. Wir haben noch keine Boots, dann nehmen wir die natürlich gerne mit. Und auch die Schaufel, wir können sie uns leisten, wir nehmen sie mit. So haben wir ein bisschen mehr Versibilität hier. Ach, der rote. Ich mach mal. Zweierschaden, Dingsbums für ein Herz. Ich schwanke. Ich mach's. Ich mach's, weil die neunschwänzige Peitsche, die ist ganz geil. Gerade weil sie eigentlich wieder wie die Keule ist, nur dass du dich weiterhin bewegen kannst. Aber das ist manchmal auch echt das, worauf ich nicht eingestellt bin. Weiß nicht, da ist mir dann doch der Speer ein bisschen lieber. Der ist berechenbarer, was so die Angriffe angeht. Hallo Minotaurus. Hat er schön auf den Sack gekriegt. Haben wir schon was in der Richtung? Nein. Okay, einmal. Das war jetzt ein. War es ein Herz oder war es ein halbes? Also Weihwasser macht ja. Gibt ja mehr Leben, je mehr Gegner damit abgefarmt werden. Oder beziehungsweise erledigt werden. Nein. Ach, das war doof. Bin ich genau reingeraten. Wie immer. So, was haben wir denn hier? Übrigens, ich persönlich höre jetzt gerade meine Tastengedrücke. Ich habe in Foren gelesen, viele Leute stört das nicht, wenn die ein bisschen Tastengedrücke hören. Denn im Gegensatz zu der Tischvibration halt. Die sollte jetzt nicht mehr durchkommen. Und ja, es gibt ein bisschen was. Das gibt ein bisschen was an Authentizität, wenn man hier von dem Let's Player halt hört, wie er agiert.
weiß ich nicht. Persönlich, ich empfinde Tastengedrücke nicht als störend. Muss aber sagen, bei ruhigeren Spielen will ich das eigentlich nicht hören. Also wenn du jetzt hier so ein, was weiß ich, Resident Evil oder sowas hast, wo du eigentlich auf jedes Geräusch der Atmosphäre auch als Zuckergehalt achten möchtest, dann sind dann doch Tastengedrücke von den Spielern nicht so toll. Finde ich. Persönliche Meinung natürlich wieder. Wie immer. Dich kriegen wir noch nicht kaputt, aber... Aber wir kriegen hier einen Weg zur Stachelfalle gebahnt. Total toll. Ist so, schon hat sich die Schaufel gelohnt. Und da hätten wir auch direkt ein bisschen mehr Gesundheit. Super. So. Da haben wir unseren Ausgang. Aber noch den einen oder anderen Gegner im Weg, den wir hier jetzt geflissentlich aus dem Weg räumen. Grüner Schleim. Das ist mein dritter grüner Schleim und jetzt sollte ich eigentlich ein Achievement bekommen. War das ein grüner Schleim? Ich glaube, das war ein grüner Schleim. Da gab es ein Achievement für. Hatte ich letztens irgendwann erwähnt. Oder hat doch noch einer gefehlt und es waren vier? Irgendwas in der Richtung. Ach nee, grüne Fledermaus war es, glaube ich. Nicht der grüne Schleim. Natürlich nicht der grüne Schleim. Den gibt es ja ständig hier. Also, vergesst das alles, was ich gesagt habe. Mir fällt sowas nicht schwer. Ah, Leute. Wo kommen die ganzen Fledermäuse her? Muss ich mich gerade mal... Danke, jetzt hat er den fucking Schild endlich mal verloren. Hier ist echt das Schwere, der relativ schnelle Rhythmus. Hättest du wohl gerne, du Penner. Oh, Kacke. Also heute bin ich ein bisschen prasselig, muss ich sagen, ein bisschen prasseliger als sonst. Gebe ich gerne zu. Aber ja, die Umgebungssituation ist jetzt hier halt eine andere. Von links wirst du von der Kamera angestarrt, von rechts vom Mikrofon. Also für mich ist es was Neues, ich weiß nicht. Unterschwellig ist es anscheinend eine völlig neue Situation. Horizontal, bla bla bla, okay. Können noch ein bisschen mehr Skelette bitte runterkommen. Danke. Dass wir den auch mal genutzt haben, den Flammenstrahl. Mache ich ja sonst nie. Der immer. Ey, vor allem, du siehst es ja fast kommen, ja? Du siehst es ja kommen mit dem Skelett. Aber irgendwie renne ich da trotzdem noch rein. Unglaublich. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich liegt es an den hoch erhobenen Armen, wo ich denke, ah, oh, eine Umarmung. Wäre durchaus möglich. Und dann hauen die einmal aber schön auf die Fresse. Ach ja. Ja, nee, auch das war ein sehr vielversprechender Lauf gerade. Aber nö. Was ist denn da oben rechts? Das sieht ja sehr komisch aus auf der Karte. War ich das? Ein sehr komischer Levelaufbau. Ach so, hier hast du reingeguckt. Aha. Das ist echt ein sehr komischer Levelaufbau. Man auch selten. Einfach mal so einen relativ geraden Gang hier. So, dann müsste ja hier irgendwo der Shop rumhängen. Sehr schön. Okay. Na, es reicht doch ausgezeichnet für dieses und jenes. Und jetzt fehlt noch eins für die Fackel. Die Plus-1-Fackel nehme ich immer wieder gerne mit. Die gibt genug Licht, um hinter Wände gucken zu können. Macht aber trotzdem nicht großartig mehr Aufmerksamkeit gegenüber Gegnern. So, das heißt, alles, was ich jetzt hier ablaufe, da kann ich auch schön hinter die Wände gucken, wie man sieht.
um eventuelle Geheimgänge dann doch besser sehen zu können. Aber hier ist nix. Das ist aber nicht viel. Na gut. Abwärts. So, der Kartenschrein. Räumen wir erstmal ein bisschen auf, bevor wir uns hier dem Schrein widmen. So, außerdem, ach man, jetzt musst du da noch langkommen. Komm mal hier rüber. Außerdem wollte ich mir die Kiste schnappen. Und das kriegen wir auch hin mit ein bisschen Zeit hier. So, erhalte Schaufel, größere Level. Ach so, das war das Ding. Ich dachte, das hätte irgendwas mit der Karte zu tun. Okay, Karte, ja, größere Level, alles klar. Hab's verstanden. Aber was gibst denn du, wenn ich dich kaputt haue? Die Karte. Ja, sehr schön. Das ist ja viel besser als das, was du eigentlich hättest. Also das habe ich schon festgestellt. Und auch den Blutschrein werde ich eventuell in der Richtung sehr, sehr viel häufiger ausnutzen. Ich habe festgestellt, bei einem meiner Mikrofonläufe ist mir das jetzt hier passiert, dass wenn du den Blutschrein kaputt machst, kommt eine Dornenkrone raus. Oh, Kacke. Großes Skelett. Großes Skelett und Drache. Da schaffen wir doch tatsächlich noch einen Lauf. Großes Skelett und Drache, keine gute Kombination. Jedenfalls nicht für die Spieler, die sich gleich von großen roten Objekten ablenken lassen. Und dann nicht rechtzeitig sehen, dass es ein großes Skelett ist und kein kleines. Passiert. Ja, da hänge ich jetzt einfach nochmal einen Lauf ran, obwohl wir... Oh, schwarze Truhe. Obwohl wir eigentlich schon über die 20 Minuten hinaus sind. Alter, die Skelette gehen mir heute echt auf die Nüsse. Ja, nee, weil es so schön ist. Ein Lauf geht noch. Eine Runde. Ich glaube, das ist die weniger offensive Redeweise dafür. Und da haben wir hier auch schon wieder mal den Speer, den wir uns nicht leisten können. Selbst mit dem Wandgold nicht. Aber zumindest sind wir dann finanziell ein bisschen näher dran. 7 Münzen. Hast du mal 7 Münzen? Ihr habt doch bestimmt 7 Münzen. Eine noch. Und da kann ich mir einen Speer holen und stehe ein bisschen besser da. Okay, einmal Speer ausgezeichnet. Was ich einfach mal erwähnen möchte, ist, es gibt ein, zwei Leute, die tatsächlich meine Videos gucken. Regelmäßig auch die Necrodancer-Videos, so schlecht ich auch bin. Mich würde es echt freuen, wenn da auch mal Kommentare kommen würden. Und wenn's negative sind, ne? Negative Kritik hilft meistens mehr weiter als positive. Bei positiv heißt es dann, ja, machst du ganz toll. Schön. Bei negativen ist dann meistens und sollte auch so sein, was dabei von wegen, ja, das hast du jetzt scheiße gemacht oder du bist kacke. Aber wenn es dann heißt, du bist kacke, dann sollte man auch möglichst dazu sagen, warum man findet, dass jemand kacke ist. Ja? Damit derjenige dran arbeiten kann, nicht mehr kacke zu sein. Was bei Necrodancer hier wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass mir gesagt wird, du musst dich mehr konzentrieren. Und das versuche ich auch. Ich versuche tatsächlich. Ist aber nicht immer so leicht. Weil Fachwissen haben wir jetzt hier schon in der Richtung und vielleicht sollte ich einfach mal auch mal ein bisschen mehr versuchen, andere Waffen einzusetzen oder so. Aber ich denke, mein größter Kritikpunkt hier für mich an mich ist halt die mangelnde Konzentration. Ob und wie man das verbessern kann, weiß ich nicht. Strategiespiele an sich sind halt nicht so mein Ding. Also sowas wie Schach. Oder so. Ich verstehe Schach, aber ich spiele es nicht gerne.
Und wenn dann nicht gut? Mit dem Vorausdenken habe ich es halt so. Also das strategische Vorausdenken. Da ist ja schon Blutschrein. Den werden wir uns mal direkt vornehmen. Nachdem wir hier erstmal, nachdem wir hier erstmal soweit alles weggeräumt haben. Und natürlich muss ich jetzt auch noch unten die fette Fledermaus melden. Aber die kommt ja gar nicht vorbei. So. Erstmal nutzen. Und jetzt haben wir eine Blutwaffe. Das fucking Blutzepter leckt mich doch. Jetzt haben wir aber leider auch keine Bombe. Das ist doof. Ich hätte jetzt gerne eine Bombe gehabt. Ja, toll. Jetzt haben wir einen Blutzepter und sind wieder beim Angriff auf Nähe angekommen. Das ist doof. Ach Gott. Aha. Ich hätte jetzt gerne noch eine Bombe, bitte. Damit ich dieses eine Konzept, was ich jetzt gerade erläutert habe, auch mal hätte umsetzen können. Das wäre total toll gewesen. Also definitiv, worauf ich hinaus wollte, definitiv mehr Schreine kaputt hauen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Weil da gibt es eigentlich immer was Gutes. Ich habe jetzt noch nie eine negative Wirkung deswegen gehabt. Also von wegen hier, außer das... Ach, Kacke. War ein schwarzes Skelett. Außer halt die Wirkung, was auch angesagt wird, von wegen, ja, kriegst einen Bonus, hast dann aber zwei Bosse pro Level oder sowas. Das wäre jetzt was Negatives, was ich nicht unbedingt haben muss. Aber durch das Schrein zerstören an sich ist mir noch nie was wirklich Negatives passiert. Vielleicht gibt es da was, was nicht erwähnt wird. Ich weiß es nicht. Aufgefallen ist mir noch nichts. Okay. Zurück zur Lobby und das wär's für heute. Und ich bin gespannt, wie die Mikrofonqualität ist natürlich. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich für jedes Feedback, was ich kriegen kann. Bin ich sehr interessiert dran auch und bedanke mich natürlich fürs Zusehen schon mal und wünsche euch einen angenehmen Tag. Tschüss!